Die meisten Unternehmen gehen davon aus, dass sie früher oder später gehackt werden oder bereits gehackt worden sind. Das Problem dabei ist, niemand hat es gemerkt. Aber wie schaffen es den Hacker überhaupt, in ein Netzwerk einzudringen und unbemerkt zu bleiben? Solche Attacken sind meist auf ein spezifisches Ziel ausgelegt. Sie sind gut geplant und auch gut vorbereitet. Die Angreifer sind meistens versierte Hacker und wissen genau, was sie machen. Die Tools, die sie verwenden, sind oft nicht per se böse und werden darum von herkömmlichen Lösungen meistens auch nicht erkannt, geschweige denn blockiert. Und wenn die Angreifer dann auch sogenannte Zero-Day-Exploits verwenden, wird es umso schwerer, etwas zu erkennen. Was können CISOs denn auf der Ebene Detection und Response gegen Angriff unternehmen? Um so einen Angriff zu erkennen, empfiehlt sich der Einsatz von einer Endpoint Detection and Response oder Network Detection and Response Lösung. Man spricht in der Praxis da auch von EDR und NDR. So eine Lösung zeichnet zusätzlich sehr viele Informationen darüber auf, was auf meinen Endpoints respektive im Netzwerk vor sich geht. Durch die Analyse von diesen Daten sind die Verantwortlichen dann in der Lage, auch komplexere Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Durch die Response-Funktionalitäten hat man zudem die Möglichkeit, schnell und zielgerichtet auf einen Angriff zu reagieren und somit den Schaden möglichst gering zu halten. Sie reden von NDR und EDR. Auf was müssen denn die Unternehmen genau dabei achten, wenn sie so etwas möchten, implementieren? Man sollte darauf achten, dass die Lösung möglichst viele Schritte vom Angriff erkennen kann. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Cyber-Kill-Chain. Die Kill-Chain ist ein weit verbreitetes Modell. Sie beschreibt die verschiedenen Stadien von einem Angriff. Im Optimalfall können Angriffe somit so früh wie möglich erkannt werden, noch bevor grosser Schaden angerichtet wird. Zur Evaluierung nützen Guidelines wie beispielsweise das MITRE ATT&CK Framework. Die meisten Unternehmen schützen ja ihre Endpoints bereits mit einer sogenannten Antivirenlösung. Was ist denn genau der Mehrwert von einer EDR-Lösung, also von Endpoint Detection and Response? Ein grosser Mehrwert liegt in der erweiterten Visibilität. Man kann sich dabei den Endpoint als Burg vorstellen. Die Antivirus-Lösung steht dabei sinnbildlich für die hohen Mauern, die einen grossen Teil der Angriffe erfolgreich abwehren kann. Die Wächter, die in den Gängen der Burg patrouillieren, stehen dabei für die EDR-Lösung, die auch Angreifer erkennen können, die es heimlich über die Mauern geschafft haben. Im Gegensatz zu reinen Antivirus-Lösungen sammeln die EDR-Lösung zusätzlich einen Haufen Metadaten der Clients, die dann im Nachhinein für Threat Hunting benutzt werden können. Beim Threat Hunting geht es darum, dass man mit den gesammelten Daten verborgene, potenziell maliziöse oder mindestens verdächtige Aktivitäten erkennen kann. Zudem können EDR-Daten auch noch für erweiterte Funktionalitäten wie beispielsweise IT-Hygiene oder Vulnerability-Management benutzt werden. Und warum ist denn zusätzlich zu einer EDR-Lösung jetzt auch noch eine NDR-Lösung nötig? Eine NDR-Lösung hat einen anderen Blickpunkt als eine EDR-Lösung. Gewisse Schritte vom Angreifer können mit einer NDR-Lösung schneller und einfacher detektiert werden. NDR bietet mir die Sicht auf mein Netzwerk, während EDR mir die Sicht auf meine Clients ermöglicht. Die Kombination von EDR und NDR macht dann einen Angriff auf ganzer Linie sichtbar. Das erleichtert mir im Endeffekt die Analyse von einem Security-Vorfall. Bei Avantech arbeiten wir unter anderem mit Lösungen von CrowdStrike und Vectra. Sie bieten auch gegenseitige Integrationsmöglichkeiten. So können die Daten von der einen Lösung jeweils mit den Daten von der anderen Lösung angereichert werden. Wie geht denn CISO jetzt davor, wenn er so eine Detection-and-Response-Lösung implementieren möchte? Es gibt viele verschiedene Anbieter mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Es hilft daher, wenn man genau weiss, was für ein Ziel das man erreichen will. Je nach Ausgangslage hat man andere Möglichkeiten, als wenn man auf grüner Wiese anfängt. Wir von der Avantech AG helfen natürlich gern weiter.